Hallo zusammen und okay? Okay. Was? Okay. Was? Also, ja, geht weiter. Wir fangen jetzt an. So, willkommen zurück in 7 Days hier. Wir wollten eine Runde schwimmen gehen, haben wir uns gedacht, weil es ist so schön kalt hier und nein, Quatsch. Wir haben durch Zufall ein Wasserwerk entdeckt und da haben wir dann spontan entschlossen, wir buddeln uns da klammheimlich mal zum Loot runter, weil das so schön geht. Da muss man nämlich hier beim Waterworks hier den Baum wegschlagen. Hier steht ein Tannenbaum und darunter ist eine Klappe. Muss ich jetzt vorgehen? Ich habe schon angefangen. Ah, gut. Ach so, die ist verschlossen. Yes. Die kann man auch gar nicht knacken mit einem Dietrich, ne? Nee, Türen so, diese Dinger gehen leider gar nicht. Naja, gut. Aber da gibt es ziemlich geilen Loot in dem Ding. Und wenn man weiß, wo hier dieser Eingang ist, da kommt man normalerweise am Ende raus. Wenn man durch das Gebäude geht. Ja, das ist auch ziemlich groß. Also. Das ist echt sehr groß, aber es gibt echt geilen Loot. Da ist eine riesen Militärkiste, so eine grüne, große Kiste. Also ihr könnt euch halt das Gebäude sparen, der Loot. Wenn ihr den nehmt, dann reicht das aus. Darum, das wollte ich gerade sagen. Es ist hier runter direkt reicht der coole Loot da. Man kann aber auch durchs ganze Gebäude gehen. Aber es lohnt sich eigentlich, das eher abzukürzen. Ja. Weil ihr seid echt eine Weile da beschäftigt. Weil man muss dann raus, übers Dach und wieder runter. Und ziemlich uncool. Kann man die vielleicht knacken? Nee. Mm-mm. Dafür gibt es diese komische Munition, ne? Mhm. Ja, aber davon ballerst du doch da bestimmt auch irgendwie 4-5 Schuss. Oder weiß ja Geier, wie viel Schuss drauf. Ja. Ich weiß nicht, ich habe die noch nie benutzt. Ich auch nicht. Müsstest du mal einfach mal herstellen, müsstest du mal ausprobieren. Dann bräuchten wir aber auch eine vernünftige Waffe dafür. Ja. Brauchst du eine ordentliche Schrotflinte für. Betonklotz noch weg und da vorne steht direkt der Loot. Müssen wir nur 2-3 Zombies wegmachen, aber das geht relativ fix. Hast du deine Waffe durchgeladen? Ja. Warum? Nur so. Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Oh, warte mal, ich schleich mich mal rein. Mit meiner Stahlrüstung. Mhm. Krass aus. Der so grün ist. Der liegt. Da um die Ecke rechts ist ja eigentlich auch noch jemand da, wo das Gitter ist. Und diese mechanischen Dings. Und von unten kommen ja auch noch ein, zwei rangelaufen. Hm. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal. Ja. Oh, da ist er schon. Wuhu! Hey, ein Mini-Motorrad-Fahrwerk haben wir gerade gelootet. Ah, geil. Oh, eine Knarre. Eine Dreierknarre. Eine Dreierknarre? Ja. Nett. Und? Okay. 19,2. Ja, die ist etwas schlechter als der lila Schraubenschlüssel. So, machen wir hier noch die große geile Eisenkiste auf, die Militärkiste hier. Und dann können wir hier auch schon direkt wieder raus. Oh, ey. Gibt's nicht.
ich. Lass dir Zeit, da kann ich hier noch ein bisschen looten. Ja, mach mal. Loote mal. Kannst ja nicht ändern, wenn die Dietriche die ganze Zeit abbrechen. Weiß auch nicht warum, ey. In letzter Zeit ist das wie verhext. Bin echt kurz davor, da zu skillen, ey. Ach so. Unfassbar. So. Tada. Zweimal Säure, 11-mal Silber. Bauplan für Rohrbomben. 8 Dietriche. Na, Gott sei Dank. Da ist ein Robotik-Geschützturm drin in Stufe 4. Kriegst du Silber und die Mod noch mit aus der Kiste? Ah ja. Okay, das war mir schon fast klar. Ja. Ja, was denn? Ich hab nur drauf gewartet, dass du sagst, du bist überlastet. Ich bin sowieso schon die ganze Zeit überlastet. Das war doof. Moment. Wieso schleppst du einen Blaufichtensamen mit dir rum? Weil ich gerade die Kastanie, Fichte, wie auch immer hier da weggemacht habe. Ach so. Ja. Yeah. Mhm. Ah. Mhm. Hier geht es noch ganz viel Stahl abzuschrauben. Ja, brauchen wir ja Gott sei Dank nicht mehr machen. Ja. Frage mich, wo hier der Händler ist. Da ist auf jeden Fall ein Militärbunker. Wo denn? Hinter dem Haus geradezu. Jetzt links. Oder? Nee, ist eine Baustelle. Hä, ist aber fast genug. Shotgun Messiah ist das. Das ist ein Waffenladen. Da siehst du die Tarn, die Scheiben. Ja, ja. Vielleicht ist da hinten aber ein Händler. Du meinst im Süden? Ja, fahr auch einfach. Ich gucke dir. Fahr einfach rum. Einfach so ein bisschen rum und ich gucke die ganze Zeit, ob ich irgendwas in die Richtung sehe. Glaube ich, jetzt raus aus der Ortschaft war. Ende der Straße. Na gut, dann eben ohne Händler. Oh, schade. Gut. Ja, ich kann da ja mal hinfliegen irgendwann. Nochmal gucken. Stimmt, ja, die Straße geht auch noch viel weiter nach Süden. Da haben wir noch lange nicht alles aufgedeckt. Ja, deswegen. Das ist halt. Ja, mit dem Auto, ich meine, man kann das natürlich machen, ne? Es geht halt einfach viel Zeit für drauf, ne? Und das Erkunden gehen mit dem Auto. Ist das hier die Straße, auf der wir kamen? Ja, ne? Ja. Einfach weiterfahren. Dann kann ich ja Gas geben. Kannst du. Ja, auf in den Sonnenuntergang. Ach, ist das romantisch. Ist das nicht schön? Mal keine Picknickdecke im Kofferraum. Kannst du dich hier gerne hinsetzen? Ich fahr weiter. Also so die Sonnenuntergänge, die sehen ja schon cool aus im Spiel. Müssen wir ja mal. Muss man ja mal so sagen. Das ist richtig. Die Wolken und sowas alles, das gefällt mir auch gut. Das Wetter. Die Reflexionen dazu. Ja. Ja, dass die immer diese leeren Einkaufswagen da auf die Straße stellen müssen, ne? Der war sogar gefüllt. Der war nicht leer.
Ja, gut, aber trotzdem. Hier ist ein Händler, den haben wir schon wahrscheinlich, ne? Mhm. Achso, ich bin falsch gefahren. Du bist so falsch gefahren? Ja. Ich muss jetzt hier links, um dann nochmal auf die Straße zu kommen. Boah, scheiß Stift leider nicht gesehen. Nee? Nein. Richtig? Nein. Dann sag nicht am, sie sind nicht am zerstörten Gebiet vorbeigefahren. Ich sehe das nicht. Ich habe nur 20 Meter Sichtweite gerade. Soll ich fahren? Nein, ich brauchst nicht fahren. Du hättest mir einfach nur sagen können, fahr rechts. Ich sehe Kilometer weit. Ich sehe über den See da hinten die andere Stadt. Was für ein See? Ja, genau. Ja. Ja. Aber du kannst doch, dann sehe ich die Dinger, die vor uns auf der Straße sind, du kannst navigieren und ich fahre. Dann fahr. Ja. Gut. So. Ach, ist das schön. Endlich mal kein Motorgeräusch. Es klang gerade nicht so, als würdest du gerne nicht fahren wollen. Es ist ein bisschen trocken. Ja. Ich baue mir einfach im Schnitt einen Motor rein. Warum fährst du denn eigentlich so übers Gras? Weil ich abkürze, ich sehe die Straße da vorne. Ach so. Na gut. Dann kürzen sie mal ab. Okay, danke schön, dass ich das darf. Ja, mach mal. Der Straße hier folgen? Wo wohnen wir denn jetzt, verdammte Scheiße? Nicht bescheuert? Da wohnen wir. Kannst der Straße folgen, ja. Hält sich da so rechts. Rechts? Ja, geradeaus. Rechts ist auch egal. Was denn du? Ja, du musst nach Nordosten. Den Händler hier haben wir auch, ja? Ja. Ist egal, welche Straße du nimmst. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wenn du da jetzt geradeaus fährst, wo du hinkommst. Am besten fährst du rechts, oder? Wir probieren das mal. Die Straße hier haben wir nicht aufgedeckt. Die geht aber auch nach Norden. Ja, die macht aber einen Knick nach Nordwest jetzt ganz schön da vorne. So. Ja, ist aber nicht so schlimm. Dann weiß ich, wo sie hingeht. Fahr der mal nach. Okay. Wahrscheinlich geht die gleich genau nach Westen rüber. Okay. Aber wehe, ich fahre über die Tiere drüber. Ich krieg immer gemeckert, ey. Du kriegst überhaupt nicht gemeckert. Doch, du meckerst immer mit mir, wenn ich wieder einen Roadkill machen will. Das schaffst du ja auch gar nicht mit einmal drüber fahren. Nee, manchmal setze ich ja dann zurück. Das geht doch trotzdem nicht. Ja, nicht gut, nein. Hat er gemacht. Okay, bei mir hat er leider gar nichts gemacht. Ist das der schnelle Gang? Ja, der kommt mir auch verdammt langsam vor, aber das ist der nicht schnelle und das ist der schnelle. Okay, krass. Mhm. Kommt einem wirklich langsam vor als Beifahrer. Ja, das denke ich mir auch, wenn du fährst. Ich so, hallo, drück doch mal die Shift-Taste. Komisch. Da ist ein großes Schild. Ja, da kommt ja auch eine Ortschaft. Huch. Ah. Cool. Die Straße geht jetzt so rechts rum. Einfach der Straße nach. Yes. Oh, die schön hochfliegen teilweise. Für mich sieht es aus, als würden die hinten aus dem Auspuff so nach oben wegfliegen. Ja.
So. Gut, jetzt fahren wir hier noch ein Stückchen geradeaus und dann fahren wir rechts in die Prärie rein. Haha! Scheiße, wa? Ich hab gerade gesehen, hier ist kalt und dann ploppte der auf. Das für, ja, was? Ja. Hm? Ja, da siehst du mal, wie mir das geht. Du Armer. So, jetzt. Ja, ah, grün und Wüste. Ja, ja, einfach, fahr einfach weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Ja, ich wollte nur sagen, da ist Wüste. Und jetzt kannst du 90 Grad rechts ins Schneebiom rein. Einfach reinfahren. Genau, immer weiter. Ein bisschen weiter rechts halt, ja, so, genau. Und dann, genau, ein bisschen weiter links. Ich sehe die Straße schon. Da war ein Rucksack. Nein, da war ein Huhn. Ja, ich weiß, ich bin extra auf das Huhndorf zugefahren. Da ist auch ein Huhn. Ja. Aber da war ein Rucksack rechts. An dem Baum. Willst du zurück und ihn holen? Nö. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er war, an welchem Baum. Hätte ich gleich anhalten müssen. Ich hätte eine Kettensäge bei. Kannst du einfach einen am anderen fällen und dann ist gut. Boing. Na klar. Ja, der Straße jetzt einfach nach, das siehst du ja wahrscheinlich eh schon oben auf dem Kompass. Ich habe vorhin schon auf dem Kompass gesehen. Ja. Da steht ein Korb, Wagen, ein Ding. Korbwagen! Korbwagen, ja, Mensch, so ein scheiß Ding zum Einkaufen halt. Einkaufswagen? Ja, ein Kaufwagen halt. Ach ja, steht, wir gehen ja nur kaufen. Genau, wir gehen nur kaufen. Ach ja, herrlich. Ja? Sind sie? Gut. Hat was. Hat was, ja, so ein bisschen Motor-ASMR gerade. Ja, ja. Was man halt so unter Motor versteht. Aber ich denke mir einfach, wir hätten ein E-Auto. Ist ein Tesla, wenn jemand fragt. Ja. Aber noch hier rechts der Straße dann folgen oder so links fahren? Du kannst, ja, rechts so rum, genau. Und dann kannst du, wenn du willst, dich so ein bisschen halb links halten, einfach querfeld einfahren, kannst ein bisschen abkürzen. So, genau, und da kommt, kannst dich noch weiter links halten, da kommt dann die große Straße, da müssen wir drauf. Ich hab sie schon gesehen. Nicht zu weit links, da kommt gleich ein Graben oder sowas, aber. Nee, der ist noch weiter weg. Ich weiß, wo ich bin. Weil hier ist jetzt nämlich der ganze Wald, den ich angepflanzt habe. Das da. Der Graben ist da drüben. Ja, schön. Ja. Sehr gut. Ja. Das ist jetzt hier, genau, da. Da drüben. Siehst du das links? Ja. Alles eingepflanzt für dich. Ja. Ja. Das ist toll. Ja. Ja. Du hast voll den grünen Daumen. Finde ich gut. Na gut, in 7 Days ist es jetzt auch nicht so schwer. Ja. Das stimmt. Ja, Gott sei Dank. Ah, ich bin gut gefahren. Juhu, du bist super gefahren. Huch. Eieiei, wo geht's denn rein? Da. Anstrengend, ey. Anstrengend, fandste. Ja. Anstrengend, Beifahrer zu spielen. Ja, anstrengend, Beifahrer zu spielen. Okay. So, das. Das können wir auch verscherbeln. Da haben wir eine Mod.
330 Schuss Magnum-Munition gefunden, ey. Sehr gut. Können wir schön einschmelzen. Frag mich bitte nicht, woher, ey. So. Ach nee, die Kettensäge nicht verkaufen. Die schmeiße ich zu den Mods hoch ins Werkzeugfach, ja? Ja, genau. Die Knarre weiß ich jetzt nicht genau. Die hat 19,2. Aber der lila Schraubenschlüssel hat ja schon 22,6. Also ich glaube, die gelbe Knarre, die können wir verkaufen. Ja, mach das ruhig. Pack die mal da mit rein. Essen. Wo haben wir denn eigentlich Säure gelagert? Hier in der linken, zweite von... Genau. Boah, was eine Suppe hier draußen. Und Messbecher? Hat man den jetzt auch irgendwo hier? Bei Medizin. Ach so. Schon 5 Stück, ey, krass. Mhm. So. Den Supermais mache ich mal oben in die Kiste rein. Ja. Und dann können wir den, baue ich den irgendwann mal an. Okay. So, und dann haben wir hier so einen schicken Robotikgeschützturm, den mache ich mal zu Waffen. Ja. Da müsste man dann Munition für bauen. Oh, du hast eine Knarre gefunden. Aber die baut, glaube ich, ein bisschen mehr ab als der Schraubenschlüssel. Ja, kannst du ja mal testen. Also, ich weiß es nicht genau. Sie hat halt ein bisschen weniger Schaden. Ja, ich weiß, aber bei elektrischen Teilen hat Karl mir immer empfohlen, den zu benutzen. Okay. Ja, kann ja sein, dass das so ist. Ich weiß es nicht genau. Das Zeug hier ausgewachsen. Oh ja. Das ist ja perfekt. Dann kann ich ja hier den Mais schon mal abmachen hier oben. Und den anderen Kram. Gott, haben wir viel Fleisch. Ja, ah. Oh, finde ich gut. Gibt es endlich mal wieder Frikadellen hier. Wir müssen unbedingt eine Trinkenkiste basteln. Ja, den haben wir keine Nägel? Ja, aber irgendwo hinhängen, wo es dann auch passt. So, was soll ich dir denn anbauen? Mais. Und... Also ich baue dir auf jeden Fall mal den Hopfen an. Ja. So. Hey. Ich habe jetzt hier 150 Maiskolben hier oben. Ja, kannst noch anbauen. Kannst noch, mach noch zwei Reihen quer oder so Mais. Mindestens 2 Kürbisse und dann machst du noch 1-2 Reihen Kartoffeln. Ach, Strahlenschutzdinger oder so. Na, cool. Mensch, ich musste dir gar kein Gipsbein geben. Was ist denn da los? Ja. Unglaublich. 10-mal Bier. Da weiß er Bescheid. Okay, das heißt, wir können bald diese blöden Verbände rausnehmen und nur noch Verbandskästen nehmen und Erste-Hilfe-Verbände zerlegen oder wegschmeißen. Also verkaufen, wegschmeißen, wie auch immer. Hast du noch Kartoffeln da unten? Ja, ein paar 150, 160 Stück. Dann mache ich mir noch ein paar Seeds da draus. Ja, hast du noch welche in der Seeds-Kiste? Die sind schon weg. Okay. Nitrate, das muss da raus, das muss... So passt hier gar nicht mehr. Das war falsch. So. Okay. Deine. Oh.
ist der Garten wieder bestückt. Sehr gut. Was mache ich denn hier mit meinen 12.000 Holz? Achso, du wolltest doch so eine Wasserkiste haben, ne? Ja. Warum machst du denn keine? Weil ich gerade noch am Sortieren bin. Du wolltest doch eigentlich auch noch ganz viel Holz haben für dein Haus, für dein neues drüben. Ja, ja, klar. Blei, das sind Stahlwerkzeugteile, das muss eigentlich die Kiste. 26 mal Säure, Junge. Ja, das ist gut. Ah, geil. Ich feiere das so. Und dann da rein. Bitteschön. Zwei neue Kisten für Jule. Doof Idee. Wieso, was machst du denn schon wieder? Och, nix Blödsinn. Hast du wieder die ganze Kiste eingepackt? Vielleicht. Okay, ich Lecker. Was denn? Na, hier mein Getränk. Achso. Ja, schmecken lassen, ne? Ja. Gutes Kranenwasser mit Wolwig-Apfel. Oder was das ist. Wolwig-Tee, Gedöns. Ah, Eistee irgendwie, ja. Ah, ja, ja, ja. Okay, warte mal. Und da. Ja, die kann ich basteln. Du hast mir Kürbisse gegeben, Maismehl. Eier. La 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 la. Haben keine Wasser. So, sehr schön. Die Nacht ist vorbei. Tag 34. Achso, bei der zum Händler rein kann ich ja noch gar nicht. Warte, noch nicht. Hier ist auch noch jede Menge Kram drin. Im Auto, so weit war ich noch nicht. Bin gerade dabei zu leeren. Na, ich habe jetzt noch ein bisschen was rausgenommen aus dem Auto. Ja. Bauplan, Fahrzeug, Sitzplatz, Mod. Kann man dann noch jemand mitnehmen? Keine Ahnung. Kann man dann vielleicht zwei Leute mitnehmen? Ich lese das mal. Man weiß ja nie. So. Das kann zum Händler. Das kann zum Händler. Das auch. Das auch. Auch machen. Okay, das heißt, Nahrung können wir bald das hier weghauen. Deckung, Kartoffeln, Kürbiskuchen, Blaubeer, ja, das kann alles weg. Amway-Suppe brauchen wir später auch nicht mehr. Dann gibt es nur noch Penner-Eintopf, bis uns das verrottete Fleisch ausgeht. Okay. Aber das ist somit der Beste. Und die Schelmsuppe natürlich auch. Jetzt. Wie viel Munition hast du?
noch ein bisschen. Durstlöscher. Mir ist nichts anderes eingefallen, was irgendwie cool klingt. Hm. So, ich gehe den Rest holen aus dem Auto. Ja. Ist sowieso scheiß Wetter. Du kannst ja dann sowieso nicht raus und ist deine Frisur am Arsch. Was soll das heißen? Verstehe jetzt nicht, ja? Hä? Was heißt denn das jetzt? Na, Frauen haben doch immer Probleme mit ihrer Frisur. Ach so, natürlich. Die Frisur und muss doch sitzen. Eitle Männer nicht. Ne? Die auch. Das hab ich nicht abgestritten. Mir ist meine Frisur scheißegal. Ich gehe bei jedem Wetter raus, das weißt du. Ja, ich weiß. Ja. Nee, machen wir so rum. Ich hab da kein Problem mit. Ich bin doof. So, okay, jetzt regnet mal wieder, dann wird auch der Garten gegossen. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Auto ist auch leer. Nur mein Holz habe ich noch in der Tasche. Also Shotgun-Munition haben wir wirklich massenhaft. Vor allen Dingen, das haben wir nur gefunden. Wir haben davon noch nichts hergestellt. Ja. OMG. Ja, so ist es halt. Was brauchst du denn eigentlich für so einen Tragschrauber? Fahrwerk, Gedönse. Hast du da zufällig schon mal geguckt? Ja, habe ich. Ich brauchte dafür ganz viele Rohre. Die hatte ich mir, glaube ich, auch gefertigt irgendwo. Hier ist eins. Oder wollte ich mir fertigen? Ja, da waren keine mehr drin. Ich hatte dann letztens schon mal irgendwie 5-6 Stück gemacht für, weiß ich jetzt nicht mehr für was. Ach, für die Schmelztiegel oder so? Nee. Egal. Für irgendwas, ja, ich mach mal. Ich baue dir. Ich hab mal die Waffen schon vorsichtshalber repariert. Ja, es ist ja Tag 34. Die Sonne geht gerade auf. Es regnet. Der Händler hat seine Kaffeemaschine schon angeschmissen. Die qualmt da oben aus dem Schornstein raus. Oh Gott, wenn das seine Kaffeemaschine ist. Ja, die fährt einen Verbrennermotor. Der hat so einen alten U-Boot-Diesel umgebaut zur Kaffeemaschine. Scheiße. Braucht nur 5000 Liter Sprit die Stunde. So, dann könnten wir ja noch. Aber die Queue ist voll. Ja, macht ja nichts. Also ich bräuchte langsam aber sicher mal Blei und Nitrat. Ach, da ist doch was drin. Ich bin doof. Hm. Ja, und Kohle. Kohle. Kohle auch. Naja, egal. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie einen kleinen Vorrat davon haben. Später. Ja. Trader Joel's is now open. Brech das hier mal ab und bau dir deinen Tragschrauber. Ich nehme mal ein bisschen was mit rüber und verscherbel das beim Händler. Viel Spaß beim Shoppen. Ja, so ein paar Sachen, die hier auf jeden Fall weg können, nehme ich schon mal mit rüber. Na, mach mal. Na, guck ich mal. Ich guck mal, was es bei ihm gibt. Ich weiß nicht, ob der vielleicht aufgefüllt hat. Keine Ahnung. Ich muss ja gleich sehen. Viel Spaß. Ja, ich guck mal. Und wenn da jetzt noch Kuchen rauskommen, dann kann... Now take your reward and get the hell out of here. So, sortieren. Er bietet mir hier eine Taschenmod für Rüstung an, aber du kannst sie, glaube ich, auch selber bauen, ne? Also Mod könnte ich einige, Doppeltaschenmod kann ich zum Beispiel bauen. Ja, ich hätte hier Militärbeinschienen Stufe 3.
Die krieg ich geschenkt. Ja. Ja, ich habe Stufe 1 an. Dann hole ich dir die. So, da haben wir nämlich wieder hier, keine Ahnung, 10 Quests abgeschlossen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Oder? Weil wir schließen nur 10 über ab, direkt, weißt du, mit einer einzigen so, zack. Nee, Quatsch. Nee, doch nein? Nicht. Nee. Nein? Nee, okay, ich dachte, gut. Aber... Oh, okay. Gott sei Dank. Warte mal, nee, ich mach das als Hör, das sieht man dann einfach besser. Er hat eine Nagelpistole da, Gott sei Dank. Die kaufe ich mal direkt. Die kann ich doch bauen. Jetzt habe ich sie gekauft. Die kann ich hier doch bauen, schon lange. Wusste ich nicht. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Oh. Alles ein. Oh, geil. Hier. Stahlschaufel Stufe 1. Ödlandschätze Band 4. Ach, dann kannst du... Ja, okay. Ich kaufe trotzdem. Billo-Buch. Aber er hat keinen Bohrer oder sowas da. Hm. Ich geh auch mal schnell abgeben. So. Hui. Ist das Fahrzeug leer? Ja. Vielleicht auch noch besuchen. So, die waren für dich. Wald da hinten, ey. Das ist so schön, so grün. Die Allee da hinten. Sehr gut, aber wir haben zumindest eine Nagelpistole. Ah. Ist schon mal sehr viel wert. Brauchst du Geld? Ich denke mal nicht, oder? Ich gebe sie einfach gerade. Oder AK Stufe 5. Ja, willst du sie haben, dann kaufst du dir doch. Nein, gibt er mir. Ach so. Ja, wolltest du doch haben, dann nimm sie doch. Jetzt haben wir 3. Hier sind deine Schienen, hier sind 20.000 Ocken. Geh kaufen. Ocken, was sind denn Ocken? Ocken, ja Geld, geh kaufen. So. Geh kaufen. 21 wert. Hui. 132, Wahnsinn. So. Kannst du bitte nochmal vorsichtshalber gucken, aber wir haben wirklich zweimal Stufe 5 AK mit jeweils ohne Mods 50,2 Fernkampfschaden, ne? Da muss ich die Mods rausbauen. Was haben sie denn jetzt? 58,6 und dann das ist so. 56,1. Und wir haben eine Dreierpistole, eine Viererpistole. Ja, okay. Für die Dreierpistole haben wir halt, weiß nicht, haben wir hier noch Mods dafür? Da haben wir keine noch Ahnung. Ja, eine Magazinvergrößerung haben wir noch da. Vollautomatik ist Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob die da reinpasst. Was hab ich denn in meiner Pistole hier drin? Kannst mal gucken, ob er einen Lähmsi-Mod oder eine Laserzielhilfe hat. Eins von beiden. Kann ich die vielleicht bauen? Nee, sowas hat er nicht. Eine Wasserreihe, also nix, was gut wäre hier. Nein, er hat eine Schmiede. Die braucht man, glaube ich, nicht mehr, die Schmiede. Nein. Die werden wir wohl nicht mehr brauchen. Nein. Gut, gut. Sehr gut. Dann oh ja, zwei coole Bücher. Dann, achso, die AK kann ich ja verkaufen. Wir haben ja zwei, ne? Wir haben zwei. Uti. Sehr gut. Okay. Ach, dann wird das immer besser hier. Die Mods. Was würde man. Achso, ja. Dann könnte ich mir ja doch theoretisch, wenn ich in der. Warte mal. Rausnehmen. Reinpacken und ich könnte mir in die Brustrüstung auch noch mal eine Doppeltaschenmod reinpacken. Haha! Ja. Ja. Kannst du tun. Das mache ich jetzt gleich noch. Ja, dann mach das. Okay.
Okay. Ja. Dann wir sind am Ende, nicht wir wahr? Wir sind am Ende Gelände dieser Folge. Mal wieder. Ja. Ich weiß, ist kacke, aber irgendwann müssen wir ja mal aufhören. Unsere Festplatten laufen übrigens auch langsam voll. Ich glaube, wir müssen uns morgen mal ein NAS kaufen. Ja. Irgendwie mal so mit 20 Terabyte. Im Besuch. Ja. Wir kriegen Besuch? Wir kriegen Besuch hier von links hier. Ich. Oh. Sag ich doch. Janett. Wie nett. Oh, da hinten kommt sie. Voll daneben geklopft. La 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 la. Punkte, Punkte, Punkte. Und sie kommen alle zu mir, ganz freiwillig. Okay, der braucht ein bisschen länger. So. Ja, jetzt weiß ich nicht. Weil die hat ja gebrüllt, ob die noch eine zweite Schreierin angerufen vor allen Dingen. angelockt hat. Wie gesagt, nicht immer. Beigebrüllt hat. Nicht immer. Nicht immer, aber immer öfter. Immer macht sie das. Na gut, okay. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und ja, macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.